Jetzt in der Zeit nach Corona finde ich es unglaublich wichtig, dass wir uns neu aufstellen und dass im Mittelpunkt nicht mehr steht, nicht der Glaube an die Wissenschaft ist wie eine Religion geworden. Aber jeder pickt sich aus dieser Religion heraus, was er braucht. Und man sieht, wie man mit Wissenschaften die eine oder andere Richtung nutzen kann. Und von daher möchte ich jeden einladen, erstmal an sich selbst zu glauben, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und dem inneren Arzt, diesem inneren Gefühl mehr Vertrauen zu schenken. Da steckt viel mehr in uns drin, als wir selbst glauben. Und diesen inneren Instanzen Vertrauen zu schenken, das ist viel wichtiger, egal wie lang der weiße Kittel eines Arztes auch sein möge, hören Sie auf Ihre innere Stimme in allererster Linie und nur an zweiter Stelle sammeln Sie Informationen von guten Ärzten, aber hören Sie auf Ihre innere Stimme, wo Sie das Gefühl haben, Sie nehmen etwas ein, was Ihnen nicht gut tut. Und lesen Sie unbedingt die Beipackzettel. Setzen Sie sich auseinander mit Warnhinweisen, Gegenanzeigen und Nebenwirkungen und machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Nützt die Medizin, die ich einnehme, egal ob sie chemisch oder naturheilkundlich ist, nützt sie mir, bereichert sie mein Leben, erleichtert sie mein Leben spürbar oder tut sie es nicht? Verlassen Sie sich nicht darauf, dass eine Medizin von außen das Leben schon richten wird über die Zeit. Wenn ich es nur lang genug einnehme, irgendwann wird es besser. Das ist in der Regel nicht der Fall. Es braucht das gute Gefühl, dass ich, wenn ich etwas einnehme, dass es mir gut tut. Und da möchte ich gerne jeden einladen und inspirieren und motivieren, da genau hinzugucken, was brauche ich wirklich, was dient meinem Leben und was dient ihm nicht. Das eigene Leben daran auszurichten, finde ich in der heutigen Zeit längst überfällig. Und wir dürfen gerne Informationen meiner Kollegen mit integrieren, aber am Ende muss eine eigenverantwortliche Entscheidung gefällt werden, die nur ich selbst fällen kann. Wir müssen grob unterscheiden zwischen akutem und chronischem Schmerz. Den akuten Schmerz, den kennt jeder, wenn man ja beispielsweise mal so einen kleinen Hexenschuss hat oder man hat trainiert und am Abend vorher in einem Fitnessstudio hat zum Beispiel ein paar Kniebeugen gemacht und kommt morgens aus dem Bett und ich sag mal, die Hüfte tut ein bisschen weh, der Rücken tut weh. Das sind alles akute Schmerzen, die wir alle im Laufe des Lebens kennengelernt haben und mit denen wir auch umgehen und die auch entsprechend bewältigen. Problematisch wird es, wenn diese Schmerzsymptomatiken dann chronisch werden, wenn wir eine chronifizierte Version des Schmerzes haben und auch wenn wir ein Schmerzgedächtnis entwickeln. Also wenn sich unser Gehirn sozusagen immer wieder an die gleichen Bewegungen erinnert, die mal schmerzhaft waren, in Anführungsstrichen, und die dann schon in der Vorwegnahme dazu führen, dass man Schmerzen wahrnimmt. Das sind Schmerzen, die sich gar nicht mehr wirklich im Gewebe widerspiegeln, die auch keine physiologische, sondern eher eine psychologische Komponente haben. Und deshalb haben wir natürlich immer die Verbindung zwischen Psyche und Soma. Also Body-Mind-Medicine ist hier das Stichwort. Ja, wir können einfach einen Organismus nicht mehr nur orthopädisch betrachten oder nur psychologisch betrachten. Das alles hängt miteinander zusammen. Alles hat zu tun letztendlich mit einem Nervensystem. Und das Nervensystem, das ist sehr, sehr weit gefächert. Das hat einen parasympathischen Teil, das hat einen sympathischen Teil, das hat einen antreibenden Teil, das hat einen Schmerzanteil, der wiederum das Gehirn informiert. Im Gehirn gibt es ganz viele Areale, die können sich Schmerz merken, die können bedrohliche Szenarien abspeichern und die können natürlich auch immer wieder aufgerufen werden. Das ist natürlich bei Chronifizierung das große Problem. Ja, dass sich unser Gehirn sozusagen permanent an bestimmte, ja, bedrohliche Situationen immer wieder erinnert. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man also die Psychologie, die Kommunikation, die Motivationspsychologie dahinter auch versteht, damit man auch die richtigen Programme in entsprechende Persönlichkeiten auch entwickelt. Also es gibt eine Capra-Studie, Cannabis-Risiken und Potenziale, die hier im Prinzip ganz klar Nebenwirkungen aufzeigt. Aber wenn man genau liest, sind es Nebenwirkungen, die auftreten, wenn der Patient missbräuchlich Cannabis in großen Mengen zu sich führt.
Die Therapie selber wird als relativ nebenwirkungsarm bezeichnet, die nicht mehr Nebenwirkungen als ein Placebo hat. Und das ist auch das, was wir feststellen. Wir sehen, also ich würde sagen, keine Nebenwirkungen, aber wir sehen keine gravierenden Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen, die hier auftreten, stehen in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen, die wir zum Beispiel bei Opioiden sehen. Die können tödlich sein. Wir haben keine Letalitätsrisiko beim Cannabis. Und viele Interaktionen, die... Wenn man vorsichtig mit der Therapie einsteigt, das ist das Problem. Wir haben keine richtigen Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Bei den Opiaten wissen wir, wie wir therapieren müssen. Da passiert uns in der Regel auch nichts. Wenn wir Opiate als Medikament beim Patienten einsetzen, da sind wir sicher. Und beim Cannabis fehlt uns noch das Gefühl. Und deswegen lassen auch viele Kollegen die Finger von, wenn sie ein oder zwei Patienten haben, können sie das nicht wissen. Sie wissen nicht, dass ihr vorübergehender Schwindel dann schnell wieder verschwindet. Und das sind so die Sachen. Also es ist ein, man muss es auch sagen, ein schwach wirkendes Mittel, was aber multitherapeutisch einsetzbar ist. Wir können es bei vielen Diagnosen auf einmal einsetzen, wo Leitlinien oft verschiedene Therapien, medikamentöse Pragmasie praktisch empfehlen, können wir hier mit einem Mittel optimal helfen, bei geringstem Risiko. Es muss nicht helfen, aber da, wo es hilft, ist es wirklich erstaunlich und für uns immer wieder ein Wunder, dass wir Patienten mit so wenig und so... Und so ganz grob ist es so, also meine Spezialoperationen, weil es einfach die häufigsten sind, wo wir wahrscheinlich ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ist natürlich Nummer 1 ist das Kreuzband, Nummer 2 der Meniskus und Nummer 3 dann auch schon das Kunstgelenk. Da jeweils, sagen wir mal, 400 Kreuzbänder, 200 bis 300 Menisken, 200 bis 300 Kunstgelenke, dann sind sie schon fast bei 1000. Dann kommt noch dieses ganze Drumherum. Naja, ich sag mal, häufig ist häufig und selten ist selten. Das ist so ein Spruch, den lernen wir Medizinstudenten im ersten Semester. Und in meinem Fall stimmt der zu 100%, weil es ist einfach so, in meiner Sprechstunde täglich oder meistens ist es so, dass ich von vormittags um 7, 8 bis vielleicht 16, 17 Uhr operiere und dann noch 2-3 Stunden Sprechstunde mache. Das heißt, wenn ich da Patienten sehe, sind es eigentlich immer die gleichen Muster. Und das sind eben fast immer mindestens 1-2 Menisken, Kreuzbänder oder auch dann die älteren Menschen mit den Arthrosen dabei. Und da gibt es eben ja Gott sei Dank eine Vielzahl an Therapiemöglichkeiten. Aber es ist eigentlich doch reduziert auf immer die gleichen Sachen. Schmerzen, die wir jetzt hier besprochen haben, gerade bei den Entzündungen bei Rheuma, da haben wir ja mehr Entzündung. Das heißt, da würde ich schon eher das Fischöl bevorzugen. Und wenn jetzt jemand ein Vegetarier ist, dann kann er das mit Algenöl durchaus auch erreichen, aber dann braucht er ein bisschen mehr. Also ich sage ja immer, ein Esslöffel Fischöl entspricht einem Teelöffel Algenöl, ja. Aber, wie gesagt, wegen EPA, brauche ich dann vom Algenöl ein bisschen mehr. Also wenn ich statt einem Fischöl nicht einen Teelöffel Algenöl, sondern anderthalb Teelöffel Algenöl nehme, dann habe ich wieder exakt dieselbe EPA-Menge. Also wie gesagt, da darf es dann ein bisschen mehr sein. Oder wenn jemand wirklich ganz viel braucht, also 2 Esslöffel mal, dann würde man eben nicht einen Esslöffel Algenöl nehmen, sondern dann anderthalb Esslöffel Algenöl. Also dann einfach 50% mehr der sonstigen Umrechnung und dann hat man wieder dieselbe EPA-Menge wie beim Fischöl. Also kann man auch sehr, sehr gut steuern. Naja, ein ganz großes Problem zurzeit ist ja Ängste. Und ja. Ängste spiegeln sich nach der TCM auf 2 Meridianen wieder. Das ist entweder der Magenmeridian oder der Nierenmeridian. Und wenn wir den Nierenmeridian nehmen, und gucken, welche Muskeln sind damit verbunden, dann sind es einmal rechts und links 2 Muskeln, die die Stabilität der Mitte darstellen. Das heißt Lendenwirbelsäule, Becken und Oberschenkel. Und wenn ich eine instabile Mitte habe und den ganzen Tag unterwegs bin, dann wird es sehr schwer und ich kriege irgendwann auch Rückenschmerzen. Und wenn das jetzt daran liegt, das ist schlecht gesagt. Ich muss streichen. Da fangen wir nochmal von vorne an. Nein, nicht von vorne, aber da muss ich ein bisschen... Wenn es unter anderem auch an der Angst liegt, so ist die korrekte Formulierung. Weil, wenn es nur an der Angst liegen würde, dann würde der Körper das kompensieren. Mhm. Ja? Und das ist jetzt der eigentliche Knackpunkt. Die Symptome entstehen immer dort,
an der Stelle, an der sich mehrere Störungen überschneiden, quasi komplett vergiftet hat und dann der Knochen sehr dicht war. Also wir müssen wegkommen von diesem radiologischen Bild. Dieser einfache Test auf dem Brustbein zu drücken, wenn das empfindlich ist, dann ist der Knochen nicht gut, dann ist er unglücklich und wir werden das nicht erreichen, indem wir dieses Phosphor reintun. Und die Tatsachen zeigen, dass die Leute mit diesen Bisphosphonaten im Grunde nur vergiftet werden, dass die letztendlich in der Summe nichts gewinnen. Und dann sagt der betreuende Arzt, ja, Ihre Krankheit ist halt so schwer, dass dieses Medikament nichts genutzt haben. Sie sind zu spät gekommen. Und das ist irgendwie nicht wahr, denn die Leute, die es nicht nehmen, die sind viel besser dran mit einer Nährstofftherapie. Mhm. Und was eben auch bei schon quasi auf den falschen Weg bringt, wenn so eine zierliche Frau mit ihren 52 Kilo, wenn die eine knochendichte Messung kriegt, ja, die braucht für ihren Antilopenkörper nicht diese Elefantenknochen, nicht diese dicken Knochen. Die hat im Grunde diese Antilopenbauweise mit sehr viel elastischen Fasern, Kollagen. Die fällt hin, die steht wieder auf, die hat nichts gebrochen. Ja, die hat höchstens einen Fleck auf der Hose. Und diese dünne Bauweise, die auf sehr viel elastischen Fasern beruht, die wird in der Radiologie überhaupt nicht berücksichtigt, also in der Knochendichtemessung. Und die ganzen schlanken, gesundheitsbewussten Frauen stehen als Osteoporose-Frauen da. Und die kriegen dann sogar Medikamente. Das ist alles eine Fehlindikation, weil nämlich diese Knochendichtemessung als Goldstandard, das ist einfach Quatsch. Und man muss es ja letztendlich auch selber bezahlen, weil die ganzen guten Referenzen sind nicht da. Und umgekehrt, der Mann mit seinen 150 Kilo, ja, der braucht sehr viel Kalk im Knochen. Der ist allerdings aufgrund seines 150 Kilo Gewichtes, ist es für den praktisch unmöglich, durch ein bisschen Sonnenlicht auf den Handrücken an sein Vitamin D zu kommen. Der hat einen Vitaminspiegel von 10 oder 20. Das ist immer wieder bewiesen worden. Je größer und schwerer die Menschen sind, umso schlechter ist der Vitamin D-Spiegel. Und man hat ja auch im Rahmen der Corona-Krise festgestellt, dass ja gerade Übergewicht ein Wahnsinnsrisikofaktor ist. Deshalb auch in den USA so viele Todesfälle, weil diese Menschen auch ein insuffizientes Immunsystem haben. Laut Health Claims der EU ist es eben so, dass, das ist eine legale Aussage, dass Vitamin D erforderlich ist für das Funktionieren des Immunsystems. Ja. So. Und wenn aber der Mangel nachgewiesen ist und die im Leben nicht auf ihre 30 oder sogar bessere 60 Nanogramm pro Milliliter kommen, dann haben die einen Mangel und dann können... Verschieden so von der Art und Weise, wie Medizin heute gelehrt wird. Ja, es geht ja nicht nur um Wissen, ja, und reine, ja, manuelle Fähigkeiten, sondern es geht um eine erweiterte Spürfähigkeit. Das heißt, ein chinesischer Mediziner wird trainieren, ja, bestimmte Dinge an seinen Patienten wahrzunehmen, die im Verborgenen sind. Ja, also eine gewisse Form von intuitivem Vorgehen. Ja. Und dadurch auch manchmal Dinge ansprechen können, die, ja, wie gesagt, verdeckt sind. Ja. Oder wo der Patient zunächst mal, weil er so gewohnt ist, einem was ganz anderes erzählt. Ja, wie zum Beispiel, ja, und ich gehe immer zum Grab meiner Eltern, weil ich die so geliebt habe. Und dann spürt man aber, das stimmt überhaupt nicht. Das passt nicht. Ja, und spricht das dann an und sagt, nein, das kann ich nicht glauben, aber es gibt da ein ganz anderes Gefühl dazu. Und dann kommt eine Geschichte, ne, dass man immer wieder von zu Hause ausgebüxt ist und zu Hause geschlagen wurde, wenn man wieder zurückkam und so weiter. Ne. Also das Thema Schmerz schon sehr, sehr früh in einer sehr, sehr dramatischen Weise in das Leben getreten ist. Mhm. Ja. Und solche Dinge kann man natürlich nicht wissen und nicht entdecken, wenn man davon ausgeht, dass ein Patient einem immer das sagt, was auch tatsächlich so ist. Ja, und nicht eben, weil er gerne anders erscheinen möchte, weil er das für nicht so wichtig hält, weil es peinlich ist oder sonst etwas, diese Dinge zurückhält, die aber ganz wichtig sind. Und dieses sich einfühlen, wie gesagt, in den Patienten, das ist schon auch sehr spezifisch. Also das ist jetzt nicht nur, wie das gerne von manchen Leuten abgetan wird, Empathie. Empathie ist natürlich wichtig, aber das ist viel, viel mehr.
Ja, also es ist wirklich ein Gefühl dafür, ein Gespür dafür zu entwickeln, wo ein Mensch blockiert ist, mit welchen Dingen er nicht gut klarkommt. Ja, und das merken Sie an so vielen Dingen, das muss man alles schulen. Ja. Körperhaltung, bestimmte Bewegungen, bestimmte Klänge, wenn die Leute über bestimmte Dinge sprechen, verändert sich die Stimme. Das muss man alles wahrnehmen. Ja. Den Puls zu fühlen. Puls ist auch eine Schwingung, ja, wo ganz bestimmte Dinge anklingen. Und wenn Sie dieses vertrainieren, die Begabung dafür ist sicherlich ein bisschen unterschiedlich unter den Menschen. Ja, aber man kann das trainieren. Ja, und es so weit bringen, ja, dass man dazu in der Lage ist, dann den Menschen sehr viel schneller sozusagen auf ihr Thema zu verhelfen, ja, und die Brücke zu bauen, dass sie auf einmal denken, merken, ja, genau das ist das, wo es wirklich drückt, wo es wirklich wehtut. Ja. Was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist zu erwähnen, ist die Darm-Leber-Hirn-Achse. Das ist in der Orthomolekularmedizin ganz selbstverständlich, in anderen medizinischen Fachrichtungen ist es nicht so üblich, das so zusammenzudenken. Aber wenn im Darm ein Problem besteht, dass die Darmschleimhaut nicht ausreichend alles verarbeiten kann, was eben so daherkommt, und wenn eben dann ein Leaky Gut entsteht, das sind ganz, ganz mikrofeine Risse im Darm, ist wissenschaftlich mittlerweile gut belegt, obwohl es immer noch einige Diskussionen gibt, so, ob es dieses Leaky Gut wirklich gibt. Aber aus meiner Sicht ist das eine super Erklärung, warum es überhaupt Silent Inflammation gibt, also warum es Mikroentzündungen im ganzen Körper gibt und warum es eben im Darm einen Serotoninmangel gibt. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist eben die Fructose-Malabsorption, dass es deshalb eben zu einem bis sogar Serotoninverlust im Darm gibt. Und deshalb ist die Darm-Leber-Hirn-Achse, wenn die Leber auch noch verfettet ist, insulinresistent wird und dadurch auch nicht mehr auch einige Funktionen vom Darm übernehmen kann und dadurch eben das quasi den Darm zurückspielt, der Darm das nicht mehr schafft, fängt es an, im Hirn eben das Problem zu geben, dass der Darm das Serotonin vom Hirn quasi anfordert und dadurch dann eben weniger Serotonin im Gehirn auch noch ist. Und dann entsteht, wenn wir zu wenig Serotonin im Gehirn haben, bekommen wir eine schlechte Stimmung, bekommen wir Angstzustände. Wenn das noch weiter sinkt, bekommen wir alle Selbstmordgedanken. Weil eben diese Darm-Leber-Hirn-Achse so entscheidend ist, kann man auch den psychosomatischen Schmerz sehr stark auf diese drei Ebenen zurückführen. Ganz viel geht vom Darm aus. Ich muss schauen, dass die Leber, die Hauptentgiftungszentrale, die Hauptmüllabfuhr des Körpers funktioniert. Und dann wird es im Hirn auch funktionieren. Weil der Schmerz ist jetzt aus psychosomatischer Sicht ja nur die Reaktion auf etwas, was im Körper nicht läuft, was im Körper nicht gut läuft. Und wenn ich eben jetzt dazu zum Beispiel jetzt Hautprobleme bekomme, es gibt eben auch eine Sichtweise von der Orthomolekularmedizin, so wie der Darm, wie die Darmschleimhaut aussieht, die Mucosa, so das ist quasi die Innenseite der Haut. Und weil das größte Organ ist ja der Darm mit über 9 Meter Länge und so groß wie ein Fußballfeld, wenn man die Darmschleimhaut ausfalten würde. Und die Außenseite von der Haut ist eben unsere Haut, unser größtes Organ. Und so wie es innen im Darm ausschaut, so schaut es draußen auf der Haut aus. Und daher gibt es psychosomatische Hautprobleme, hängen fast immer mit Darmproblemen zusammen, hängen fast immer zusammen mit Dingen, die ich nicht verdauen kann. Und das sehen Sie schon, wenn man symbolisch sieht, was kann ich nicht verdauen? Was ist für mich unverdaulich? Ja? Ist für mich meine Beziehung unverdaulich? Ist für mich mein Job unverdaulich? Unverdaulich, wo ich mich noch nicht angenommen habe, wo ich einen schwachen Selbstwert habe, wo ich mich für irgendwas schäme. Oder dann kommen wir noch weiter, ganz kurz, bin ich schon dann gleich fertig. Habe ich eine posttraumatische Belastungsstörung? Habe ich furchtbare Traumen erlebt? Ja? Mhm. Ja, das macht ja was mit jeder Zelle in meinem Körper. Ich bin erschüttert in jeder Zelle, was ich da erleben habe müssen. Das muss ich einmal verarbeiten. Wenn ich es nicht verarbeiten kann, erinnert sich jede Zelle an dieses furchtbare Ereignis. Und das meine ich jetzt, diese dritte Ebene, diese geistige Ebene. Ich werde mit keinem Mikroskop, werde ich jetzt sehen, da ist
die Zelle, deshalb sieht man das, ja. Das werde ich nicht sehen, aber der Mensch sagt, das hat mich so verändert, ich bin nicht mehr dasselbe wie damals nach diesem Autounfall. Mhm. Und deshalb sind psychosomatische Schmerzen oft auch unverarbeitete Themen, die sich dann irgendwo festsetzen und dann ausbrechen. Zum Beispiel auf der Haut, zum Beispiel im Darm. Ständig Durchfälle, ständig geblähten Bauch, ja? Ständig Verstopfung. Ich kann nichts loslassen, ich halte alles fest, deshalb habe ich Verstopfung. Ja? Oder wenn wir in den ganzen hormonellen Bereich reingehen, eben auch zum Beispiel das prämenstruelle Syndrom oder die ganze Schilddrüse, also da könnte man auch so viel dann auch sprechen, was psychosomatische Schmerzen auch eben beeinflussen. Ja, das potenziert sich dann natürlich, wenn der Hormonhaus halt dann eben nicht passt und so. Ja, dann geht. Inwieweit können wir selbst beeinflussen, ob Schmerzen auftreten oder nicht oder in welchem Maße? Und da kann man sagen, dass wir ein hohes Maß an Einfluss auf unser Schmerzerleben nehmen können. Ja, und Sie sprachen ja auch das Unterbewusstsein an. Das Unterbewusstsein ist die Instanz in uns, die unser Schmerzerleben steuert. Und ein ganz interessanter Punkt ist, wir Menschen haben die Fähigkeit, Schmerzen wahrzunehmen. Das weiß jeder. Aber wir haben auch die Fähigkeit, Schmerzen nicht wahrzunehmen. Ich nehme mal ein Beispiel. Jemand geht durch den Wald und wird von einem Luchs angesprochen. Der Luchs gräbt die Pranken in seine Schulter. Und derjenige berichtet hinterher, er hat gar keinen Schmerz empfunden. Ja? In Bruchteilen von einer Sekunde hat das Unterbewusstsein die Schmerzwahrnehmung abgeschaltet. Man kennt ähnliche Berichte beim Krieg. In Filmen sieht man das manchmal oder ist authentisch. Jemand, es schlägt eine Granate ein und der ist meinetwegen Feldwebel oder Offizier und gibt noch Befehle und dann merkt er, das Bein ist weggerissen. Und in dem Moment treten die Schmerzen auf. Oder auch nach einem Unfall, das haben wir alle schon gehört oder vielleicht auch erlebt. Es hat nicht wehgetan, dann sagt jemand, oh mein Gott, das muss ja wehtun. Und plötzlich tut es höllisch weh. Schmerzen nicht wahrnehmen, dass wir das beeinflussen können, mithilfe des Unterbewusstseins wird deutlich, wenn wir Operationen unter Hypnose durchführen. Bis hin zu Herzoperationen, Gehirnoperationen werden durchgeführt. Und da wird der Patient bei Bewusstsein, wird der Schädel aufgesägt. Können Sie sich vorstellen? Und das ist hart wie Beton. Ja? So. Ich wähle aber mal ein weniger drastisches Beispiel beim Zahnarzt. Und da wird deutlich, dass die Steuerung unserer Körperphysiologie von dieser inneren Instanz, das machen wir nicht bewusst, das macht ja ein Teil von uns, das Unterbewusstsein, diese Körperphysiologie. Beim Zahnarzt können wir das sehr gut sehen. Ein Zahnarzt, der Hypnose beherrscht, der kann einen Patienten behandeln, völlig ohne Schmerzen, schmerzfrei. Der kann Zahn ziehen, der kann bohren, der kann eine Wurzelspitzenresektion durchführen, was auch immer, ohne Schmerzen, ohne Angst. Einfach durch die Entspannung. Der ist dann draußen, das ganze Fluidum umgibt die Haut und zieht wie ein chemischer Magnet die Säuren, die an sich jetzt organisch schon nach draußen transportiert werden, dass sie richtig rausgezogen werden. Mhm. Das ist dieser Dreisprung mit Lösen der Ablagerungen, Organstärkung, dass das auch alles wirklich nach raus geschafft wird. Herz gestärkt, Lungen gestärkt, Darm gestärkt, Leber gestärkt und dann einen chemischen Sog nach draußen oder ein osmotisches, wie auch immer, chemisches Gefälle. In der Alkalität hat es ganz wenig Säure und drinnen hat es viel. Ergo, das Weltgesetz des Konzentrationsausgleichs gilt und die Säure wird richtig wie ein chemischer Magnet aus dem Körper rausgesogen. So, und das funktioniert, kann ich jetzt sagen. Jetzt mittlerweile, ich fliege ja jetzt gerade wieder nach China, ich mache da einen richtig großen Stand auf einer Riesenmesse in Shanghai. Ich bringe das wirklich jetzt bis nach China rüber. Also dieses Zentrum der Dinge, Dreisprung der Entschlackung, da haben sich schon Hippokrates und andere damit herumgeplagt. Das Lösen alleine bringt die sogenannte Eil- und Fastenkrise, der Dreisprung mit der Organstärkung und mit der Herausziehung der Säure durch die Schweiß- und durch die Talgdrüse. Das war an sich so unser wissenschaftlicher Durchbruch, jetzt mittlerweile aber auch für viele Menschen der Gesundheitsdurchbruch. Nehmen Sie mal, ich war gerade in einer großen Hautklinik, die plagen sich eben auch mit Neurodermitis und derartigen Dingen rum. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
je sensibler der Patient ist, beispielsweise an Neurodermitis leidet, desto vorsichtiger gehen wir da mit dem Tee um. Da gibt es erstmal nur 1, 2, 3 Tassel, kleine Tassel am Tag, aber ganz viel Organstärkung. Und je nachdem, wie die Haut sich ausschaut, eine vorsichtige oder intensive Ableitung. Manchmal wickeln wir die lokal, manchmal wickeln wir die Kinder ganz ein, manche legen wir in die Badewanne, die wollen gar nicht wieder raus. Also wie gesagt, das sind dann eben viel auch individuelle Dinge. Aber kurz und langer Sinn, der Dreisprung, der funktioniert und der funktioniert jetzt bis nach China. Lösen von Ablagerungen, Organstärkung, zwecks Raustransport, draußen der quasi chemische Sog, dass durch die Schweißwand, durch die Talgdrüse saure Valenzen rausgezogen werden. Mhm. Und was sagen meine englischen Freunde? Und das ist was, was man häufig findet, auch bei Leuten, die Darmprobleme haben, dass die Lactobacillen und die Bifidobakterien stark reduziert sind. Mhm. Und ein häufiger Fehler ist, dass man denkt, man muss dann nur einfach diese Bakterien mal ein paar Wochen einnehmen und dann ist wieder alles gut. Ja? Das ist so, wie wenn sie ein paar gute Bakterien in eine Kloake reinschmeißen, da wird die nicht von sauber. Ja, da muss man schon ein bisschen umfassender das Ganze anschauen. Eine Ernährungsumstellung, wenn ihr irgendwelche Ernährungsfehler haben, zu viel Zucker, zu viel Mehl oder zu viel irgendwelche Fastfood-Produkte, das mal reduzieren, dann muss man gucken, dass die Bakterien ein optimales Milieu da unten finden. Und da verwende ich ein sehr gutes Präparat, Rechtsregulat, Regulat Pro Atro von Niedermeyer. Das ist ein kaskadenfermentiertes Präparat aus gereiften Nüssen und Früchten, das immer wieder neu mit Milchsäurebakterien angesetzt wird und dadurch entsteht so eine richtige Enzymbombe. Mhm. Ja, so ein Präparat, sehr reich an Enzymen, Polyphenolen, rechtsdrehender Milchsäure. Und das ist ein unglaublich starker Faktor zur Regenerierung der Darmschleimhäute. Mhm. Und das zusammen mit diesen guten Milchsäurebakterien, den lebendigen Bifido- und Lactobacillen. Unter Umständen, bei dieser Frau hatte ich noch ein anderes Präparat, Colibiogen, dazu gegeben. Ein Präparat aus lysierten Bestandteilen von Colibakterienwänden, was die Darmschleimhaut besser abdichtet, dass dieser Leaky Gut, diese überdurchlässige Schleimhaut-Defekte, dass die zugehen. Wenn man das alles kombiniert, dann eventuell noch ein bisschen Kurkuma-Präparate dazu gibt, die auch entzündungshemmend sind, dann kann man da sehr gute Erfolge haben. Ne? Da hatten wir auch bei dieser Frau nach einigen Wochen Darmsanierung, nach, das, ich glaube, es waren einige Monate beim Darm, das dauerte mal ein bisschen länger, das kann man nicht so ganz schnell, nach einigen Monaten. Ich sage am Anfang eigentlich, es kommt der Zucker weg, es kommen die Getreide weg, es kommen auch die Milchprodukte weg. Das sind so die häufigsten Auslöser. Noch, also wenn, gut, so viele Leute tun es jetzt nicht, aber wenn man eine sehr sojalastige Ernährung hat, was bei Veganern ja manchmal der Fall ist, dann muss ich sagen, auch Soja würde ich weglassen, außer in fermentierter Form. Das ist nämlich ein Unterschied. Also wenn ich mir einen halben Liter Sojamilch reinkippe, wie ich das bei manchen Leuten sehe, dann ist das nicht gesund. Und also wenn dann kommt ja aber Chinesen und Japaner, die essen ja auch Soja, dann sage ich, ja, das tun die, aber die nehmen Soja als Gewürz. Die trinken keine Sojamilch und schon gar nicht jeden Tag. Und die essen in der Regel auch nicht jeden Tag Tofu in größeren Mengen, weil sie sagen, auf mein Schnitzel möchte ich nicht verzichten. Das wäre auch noch was, was rauskommt. Und man muss es halt gucken. Ne? Also ich behandle ja nicht nur mit die Migräne, sondern ich gucke mir an, was fehlt dem Menschen auch sonst noch. Hat der irgendwelche Allergien oder so? Wenn der zudem noch sagt, ich habe Nahrungsmittelallergien, dann würde ich vielleicht sagen, naja gut, die Eier fallen dann auch raus. Das ist, am Anfang ist es relativ eingeschränkt, aber es ist ja nur für kurze Zeit. Und danach probiert man dann eben wieder aus, was wird jetzt.